Als nächstes schauen wir uns an, wie man die normalen Form einer Ebene bekommt. Wir haben wieder einen Stützvektor P, das heißt einen Punkt, der auf der Ebene liegt. Wir suchen uns einen beliebigen zweiten Punkt, sagen wir x, auf der Ebene und beschreiben diese beiden Punkte durch die jeweiligen Ortsvektoren, die zu den Punkten hinführen. Nun kann man sich den Vektor dazwischen anschauen, das heißt den Vektor, der von p nach x führt. Das ist dann nichts anderes als ein Vektor px, der komplett in der Ebene liegt. Wenn man nun einen zweiten Vektor hat, den wir hier als n bezeichnen, auch normalen Vektor genannt, der senkrecht zu der Ebene steht, dann steht dieser normalen Vektor auch senkrecht zu dem Vektor px. Das bedeutet, dass das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren n und px genau den Wert 0 ergibt. Denn Sie erinnern sich, wenn zwei Vektoren senkrecht zueinander stehen, so wie diese beiden hier, dann ist das Skalarprodukt gleich 0. Und so wird das entsprechend auch in der Gleichung ausgedrückt. Der Vektor p nach x ist nichts anderes als, wie wir das bereits kennengelernt haben, hinterer minus vorderer, also x minus p, mal, das heißt Skalarprodukt, mit dem Vektor n ergibt den Zahlenwert 0. Das p ist hierbei der Stützvektor, das n, das bezeichnen wir als normalen Vektor. Wir können jeden beliebigen normalen Vektor nehmen, er muss nur senkrecht zu dieser Ebene stehen. Ja, das gibt ja nicht nur einen normalen Vektor, sondern unendlich viele. Wir können diesen nehmen, wir können das Doppelte nehmen, das minus einfache, das zeigt in die andere Richtung sozusagen. Aber wie lang der Vektor hier ist, spielt ja für die Betrachtung keine Rolle. Es geht nur darum, dass dieser Vektor hier senkrecht zu der Ebene stehen muss. Nun, warum war hier mit die gesamte Ebene beschrieben? Ganz einfach deswegen, weil wir den Punkt x hier auf der Ebene beliebig gewählt haben. Ob wir diesen Punkt oder diesen Punkt hier nehmen, wir können immer von dem Stützvektor p, von diesem Punkt p aus, einen Verbindungsvektor zu einem zweiten Punkt in der Ebene zeichnen. Egal wie wir das machen, wir erhalten immer einen Vektor, der in der Ebene liegt. Skalarprodukt mit einem Vektor, der senkrecht dazu steht, erhält man 0 und dadurch hat man die gesamte Ebene beschrieben. Ein Beispiel für eine solche Darstellung ist dieses hier, x minus Stützvektor minus 1, 2, 1, das Ganze skalar multipliziert mit dem normalen Vektor 1, 1, 1, gleich 0. Sie haben in der Schule noch eine dritte Darstellungsform der Ebene kennengelernt, nämlich die sogenannte Koordinatenform. Man erhält die Koordinatenform, indem man die normalen Form, die wir eben kennengelernt haben, beziehungsweise an die ich nochmal erinnert habe, einfach ausmultipliziert. Sie erhalten eine Gleichung in dieser Form. ax1 plus bx2 plus cx3 gleich irgendein d. Sie wissen auch aus der Schule, dass die Einträge, das heißt die Zahlenwerte oder auch Koeffizienten genannt, die vor den x'en hier stehen, nichts anderes sind als die Einträge des normalen Vektors. Die Einträge oder Koordinaten des normalen Vektors können Sie hier aus der Koordinatenform ablesen, a, b, c. Machen wir hierzu ein kleines Beispiel. Wir haben eine Koordinatenform vorgegeben, 2x1 minus 3x2 plus einmal x3 gleich 4. Das ist nichts anderes als die Darstellung einer Ebene in Koordinatenform. Und Sie können aus dieser Darstellung den normalen Vektor direkt ablesen. 2 minus 3 plus 1. Das ist das, was ich Ihnen hier notiert habe. Wenn es also darum geht, aus der normalen Form eine Koordinatenform der Ebene zu entwickeln, oder umgekehrt aus der Koordinatenform eine normalen Form zu entwickeln, dann haben Sie die halbe Miete schon bezahlt, nämlich Sie wissen bereits den normalen Vektor.